singen dürfen. Weißt du noch? Ja. Komm doch nicht einfach da so. Das ist ein Klostergarten. Da macht man, da singt man nicht einfach so drauf los. Ja, da darf man nicht singen. Der Anlass war, diesen alten Klostergarten, der jetzt nicht mehr von einem Kloster genutzt wird, zu beleben. Und da hatte ein Gerüstbauer hier in Appenzell die Idee, man könnte das doch mit Figurentheater machen. Der Großvater kennt im Fall alle Pilze. Er weiß genau. Hey Lili, was ist das gewesen? Die Kapuziner sind vor 3 Jahren weggezogen vom Kloster. Und viele Leute kennen den Klostergarten nicht, weil das Kloster privat war und wir hatten keinen Zugang. Darum habe ich die Idee gehabt, das Kloster gehört wieder uns, der Bevölkerung. Und darum habe ich die Idee gehabt, das muss man nutzen für sinnvolle Festivals oder für sinnvolle Sachen. Eine Grundidee des Programms ist, Vielfalt darzustellen, nämlich die Vielfalt, die das Figurentheater eigentlich als Theatersparte bietet. Nicht mehr auf unten, wer da so singt. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Hey, wer bist denn du? Ja, hallo, ich bin Paquita. Und du? Figuren sind wandelbar. Sie können unglaublich viel von uns erzählen, indem sie nur eine Projektionsfläche für unsere eigenen Bilder sind. Schritt, 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 Schritt. Das ist ja gar nicht so schwierig. Oh, du bist begabt. Katharina, die Tänzerin. Was macht er jetzt mit mir? Ah, das ist Tango. Und das wollten wir zeigen, nicht, dass es auch für Erwachsene Figurenspiele gibt. Also wir haben hier beides, Nachmittag Spiele für Kinder und am Abend Spiele für Erwachsene. In Cuba, each merry man wakes up to the serenade. Der Nice and Half, I shall not be in love and love and love, that's not so good. Each morning, the whistle blows.